Will überall keiner einsteigen. Was habe ich falsch gemacht? Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal Gockel Gaming. Ich bin Sayo Levi und heute gibt es eine weitere Folge Omsi 2, dem Omnibus Simulator. Und heute fahren wir die Linie 253 von nach Gelsenkirchen-Bucher Straße von Zweckelmitte bzw. Dechenstraße. Auf der einen Seite heißt es so, auf der anderen Seite heißt es so. Wir sind hier in einem neuen Design unterwegs heute mal. Genau, so ein blasses Grün. Und wir fahren auch gleich mal los. In 3 Minuten haben wir Abfahrt, wir müssen noch zur Haltestelle hinfahren. Also legen wir mal los. Voreinstellungen sind auch schon getroffen und dann geht's auch schon los. So. Nächste Haltestelle. Nein. Meine Güte. Oh, Maschallah. Maschallah. Das war ein guter Kreis. Guter Kreisverkehrfahrt. Nein, immer noch nicht. Morgen. Mal kurz gucken, ob ich fahre. Okay, habe ich erweitert. Perfekt. Hi, hi. Hi, hi. Okay. Guten Tag. Guten Tag. So. Dann spuren wir nochmal auf 40 und 13. Zack. Perfekt. Wir können mal einsteigen. Hängen halt im Bartstein drin, aber gut. Dann lass uns mal losfahren. Let's go. Sorry Leute, noch einmal für den Cut. Ich musste einmal kurz. Ja, ja, ruhig. Oh, schön sanft über den Hügel drüber gefahren. Hallo, kann ich ein bisschen anders fahren? Fahren Sie doch mal vernünftiger, bitte. Um mal ehrlich zu sein und das sagen zu dürfen, Sie fahren echt scheiße. Ist jetzt gut, die Straßen sind eng. Aber das habe ich jetzt gut geschafft. Ich dachte gerade schon, er läuft einfach hier auf die Straße. Hallo! Ich fahr gut. Maul da hinten. Ah, auch noch schön von der links runtergefahren. Ein Erwachsenen-Ticket. Zack, da gibt's eins. 20, glaube ich. Ja. Ich weiß jetzt auch endlich, wie man die Blinker so lösen kann. Nächste Haltestelle, Zweckelmarkt. So. Zweckelmarkt. So. Die Kurzstrecke bitte. Ja, wird das hier oben nicht angezeigt? Das ist doof. Bräuchte dann auch mal ein Ticket. Das war das Vierer-Ticket, das war falsch. Perfekt. Entschuldigung. Wo ist er denn? Da ist er. Entschuldigung. Ah, der hat passend bezahlt. Perfekt.
Ah, manchmal muss man irgendwie nochmal komplett abbremsen und dann nochmal Gas geben. Ich weiß auch nicht warum. So. Hier rum und geradeaus. Nächste Haltestelle, Feldhauser Straße. Oh, das war jetzt aber. Aua. Rip out. Oh, oh nein, noch nicht. Aber ey, guckt euch das doch mal an. Das ist doch. Ganz vorsichtig raus. Ah, naja. Naja, ob wir das Auto nicht gestreift haben, ist so die Frage, ne? Auch die Haltestellen waren jetzt komplett nah aneinander, aber es wollte auch keiner einsteigen. Black. Perfekt. So. Ich weiß nicht, warum der gerade so überreagiert. Aber gut. Also von der Motorumdrehungszahl. Ach Gott. Tunnelstraße. Will überall keiner einsteigen. Was habe ich falsch gemacht? Ja, okay. Uff. Muss ich hier rein? Wahrscheinlich, ne? Falsche Richtung. Oh. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier rein muss. Und. Ja, war richtig. Hier will überall keiner einsteigen. Das war eine schöne Kurve. Aber Linkskurven, habe ich auch schon mal gesagt, mag ich mehr. Wenn ich. Ich frage mich, warum, wenn ich jetzt einmal ganz kurz da drauf drücke, nur das Gaspedal. Ich halte mal hier an, weil ich eh Verfrühung habe. Jetzt gucken wir nochmal. Optionen. Habe ich hier irgendwo. Umgehungsverkehr. Faktor. Ist auf 150%, also. Ich wundere mich. Komm, jetzt spuren wir mal hier. Komm, eine Minute voraus, dass wir ein bisschen Verspätung vielleicht sogar haben. Ja, ein paar Sekunden Verspätung haben wir. So dass wir ein bisschen eine Challenge auch haben. So. Jetzt kommt Dächenstraße. Vielleicht steigen jetzt ja ganz viele ein. Sieht mir aber nicht so aus, leider. Was sehr schade ist. Oder? Ah ne, die Haltestelle ist hier nicht, oder? Wait. Lag. Boah, das war schon echt kritischer Lag. Muss ich? Links, ne? Ja. So. Da wollen wieder welche einsteigen. Juhu! Jawohl! Warum auch immer die nicht an der Haltestelle stehen. Also wollte noch keiner aussteigen, ne? Ist es zu kalt oder was ist? Was ist los?
So, ein bisschen vorspulen auf 40. Ah, 40. So. Und bei, ich denke mal, nur das sind ja weniger als 5 Sekunden, weniger als 10 Sekunden, also wahrscheinlich mal so 6, 7 Sekunden, jede Zehntel Minute. Ja klar, 6 Sekunden, genau. Hagelkreuz. Okay. Das hätte ich fast übersehen. Ja, sorry Leute. Aber das ist echt eng. Der Bus kommt hier ja gar nicht rein, wenn die Autos ganz vorne an der Haltelinie parken. bisschen, Die wundern sich jetzt ein bisschen. Ihr wollt nicht rein? Doch. Ihr wollt rein. Und, willst du ein Ticket? Kannst du es auch schon jetzt lösen. Nee. Dann nicht. So, mal gucken, wie viele Parts das wird. Das wird auf jeden Fall 3 Parts, denke ich mal, weil die Linie ist so laut Fahrplan. 1 Stunde lang. Fast. Genau 1 Stunde lang. Also, ja, mal gucken. So, jetzt können wir endlich mal richtig Gas geben. Okay, schneller als 50 dürfen wir auch nicht fahren. Und da ist die Husmannstraße. Das war jetzt ein ziemlich langes Stück im Vergleich zu den Haltestellen davor. Ganz am Anfang. Bitte abfahren. Oha, was ist denn jetzt los? Auf einmal Verspätung. Naja. So. Und weiter geht's. Rottenburgstraße ist die nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Rottenburgstraße. Nichts verstanden. Perfekt. Ist natürlich schwieriger mit Tastatur zu spielen, muss ich auch mal an der Stelle anmerken. So. Hä, wie kriegen wir so viel Verspätung? Ich check's grad nicht, aber gut. Oh, hier ist ja was los hier. Da wollte immer noch keiner aussteigen. Ein bisschen verwundert bin ich schon langsam. So, hier. Ei. Ach du mein. Hallo. Ja, hallo. Ist der voll. Gut, dass wir einen Gelenkbus genommen haben. Und keinen Einzelbus. Hatte ich nämlich erst vor. Habe ich aber doch nicht genommen. Gut. Gute Entscheidung. Voll. Ordentlich voll der Laden. Am Park. Ja, sehr gut. So. Nächste Stelle am Park. Da endet, glaube ich, auch eine Linie. Bin mir nicht sicher, aber hier sind ganz viele Linien unterwegs in dem Stadtgebiet. Hier Gladbeck-Zweckel und so. Nördlich von Gladbeck. Ich hier gerade auf meiner Map. Verarscht. Okay, die dachten. Gucken wir mal kurz auf den Fahrplan. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Im nächsten Part geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da.
Und schreibt in die Kommentare, welche Buslinie ihr gerne mögt. Ihr bist jetzt am besten fahren zum Beispiel. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim weiteren Video. Ciao, Leute.